Ja, hallo zurück auf meinem YouTube-Kanal und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollte ich euch mal eine Schlacht präsentieren, die ich vor kurzem mit einem guten Kollegen in der Kampagne von Shogun 2 gespielt habe. Ja, Shogun 2. Viele werden jetzt sagen, okay, hat man auf meinem Kanal nie gesehen. Oder weniger, aber es ist ja auch egal. Aber Shogun ist ein Total War, was ich mo momentan neben der Total War Warhammer Serie, wo ich jetzt auch den Abzweier dran bin, sehr viel spiele und auch sehr gerne. Und ich dachte so, da kann ich euch ja jetzt mal so ein Schlachten-Highlight präsentieren. Ich spiele es in einer kooperativen Kampagne mit einem guten Kumpel. Und wir haben hier eine Verteidigungsschlacht. Ich hier kommandiere die Mori. Und der Gegner ist hier Kikawa. Kikawa. Und die haben mich hier angegriffen mit einer recht großen Armee. Ich kann auch nochmal hier einen Moment. Da habe ich mich ein bisschen verloren. Sie marschieren halt, haben ihre Truppen geteilt. Aber auf jeden Fall hier halt, ist es noch relativ noch früh im Game. Das ist so 1540 müsste es gewesen sein. Er zieht mit halt Bogen Ashigaru und Bogen Samurai ein Bataillon. Ansonsten Bogen Ashigaru und Yari Ashigaru Einheiten ins Gefecht. Aber dazu ist halt zu sagen, er hat halt die größere Armee, da waren die anderen und hat auf der anderen Seite genau hier haben wir den Rest der Truppe und dann hat er noch mal Yari Ashigaru, ja okay und dann der Rest ist nur Yari Ashigaru und drei Generäle, die sind natürlich jetzt nicht so gefährlich, außer sie setzt halt ab, aber das ist jetzt nicht so die Kopfschmerzeinheit. Ich dementsprechend noch am Anfang unsortiert, habe halt auch Bogen Ashigaru noch fleißig gebaut. Und ja, sage ich mal, sehe diesem Sturm entgegen, aber ich habe halt nur, ja, Samurai-Gefolge hat man ja wegen der Festung und dann habe ich nur 1, 2, 3, 4 Bataillone Yari Ashigaru und halt einen General. Und ich wollte einfach mal euch präsentieren, wie diese Schlacht vonstatten gegangen ist. Jetzt sehen wir erstmal, beginnt erstmal die Zuordnung. Und dementsprechend, mein Kollege hat die Bogenschützen übernommen, sodass ich da einfach nur quasi meine Truppen hier micron konnte, meine Nahkämpfer. Jetzt sind wir erstmal dabei hier zu ordnen. Deswegen hier habe ich halt gedacht, so erstmal in zweiter Linie die Infanterie. Sobald die hochstürmen, können die Plätze mit den Bogenschützen tauschen. Aber ich habe halt auch versucht, die möglichst nah hier an der Deckung zu halten, damit er mich nicht ultimativ beschießen kann, aber man wird gleich sehen, wie gut das funktioniert. Hier, wie gesagt, bin die Speere die zweite Reihe und so lang wie möglich, dass die Bogenschützen in erster Reihe hier unter diesen Unterständen wirken können. Dementsprechend machen wir jetzt noch mal kurz ein bisschen schneller und gucken mal, wie die Truppen sich näher ran bewegen. Jetzt sieht man langsam kommen die in Range der Bogenschützen. Er lässt seine Yari Ashigaru vorlaufen. Und ja, es tut mir leid, wenn ich japanische Begriffe falsch ausspreche. Ich habe mich jetzt schon, sage ich mal, auch für die japanische Geschichte begeistern können. Ah, Feuerpfeile sind am Start. Ja, die Salve sitzt natürlich. Wenn dann auch die Moral der Truppe anguckt, das ist dann natürlich schon knackig hier. Ja, da fallen sie wie die Fliegen. Hier war da auch wichtig, halt die Bogenschützen zu rauszunehmen, weil hier sieht man ja, steht mir eine gewaltige Überlegenheit an Bogenschützen gegenüber. Hier setzen auch die Feuerpfeile ein. Das war, sag ich mal, meine einzige große Hoffnung, zu sagen, ja gut, ich habe ja wenigstens Feuerpfeile. Damit kann man dann halt schon wenigstens die Moral brechen und es ist ja nicht wichtig,
die meisten Gegner zu töten, sondern entscheidend ist. Jetzt sieht man halt auch hier meine Taktik. Ich bin halt da noch am Rumprobieren, aber ich habe halt gedacht, so, ja gut, wir könnten halt jetzt auch, kann ich die ja auch hier unter die Unterstelle stecken. Dann sind die natürlich geschützt, aber ich dachte halt, ich probiere es mal aus, die versetzt zu stellen und die dann hier in so einer Sperrwand zu erwarten. Ihr werdet ja dann auch das Ergebnis sehen, ob das so komplett so ausgegangen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich dachte, ich probiere das einfach mal. Hier bin ich auch dabei, die Bogenschützen in die zweite Reihe zu setzen. Und dann dementsprechend die Yari Ashigaru in die ersten Reihen. Da fangen sie an, schon hochzuklettern auf der Seite. Hier sind sie schon oben angekommen, werden aber empfangen von meinen Samurai-Gefolge und die sind ja im Nahkampf auf jeden Fall durchaus fähig und kompetent. Hier sieht man halt auch schon, was ich meinte. Jetzt laufen sie hier halt in die Sperrwand rein. Hier jetzt auch. Also da bin ich halt noch am Rumprobieren, aber ich halte es, denke ich, trotzdem für nicht eine allzu schlechte Strategie. Natürlich kann er sich dann ein bisschen besser sammeln hier oben. Aber ich dachte, ich probiere es einfach mal aus. General ist ja da, um die Truppen notfalls zu motivieren, wenn da irgendwas bricht. Hier oben kommen jetzt auch das Samurai-Gefolge rein. Hier habe ich es leider ein bisschen verpasst. Hier sind die Bogen-Ashigaru im Nahkampf. Aber das Gute ist hier, die brechen schon. Bogenschützen schießen natürlich permanent drauf. Und hier ist halt noch brutal, dass hier fünf Regimenter Yari. Nee, Bogenschützen Samurai und Bogen Ashigaru auf mich schießen. Hier halt, also habe ich es halt versucht. Hat der Kollege versucht in der lockeren Formation. Wichtig war natürlich in erster Linie erstmal die Verbände hier, die nach oben dringen, aufzuhalten. Und sobald die besiegt waren, konnten ja die ganzen Bogenschützen konnten dann wieder hier, können sich dann wieder hier unter dem Dach formieren und sind dementsprechend immunisiert oder immuner gegen diesen Beschuss. Hier haben wir dann festgestellt, dass aus irgendwelchen Gründen die Bogenschützen rausrennen wollten. Hier habe ich den General nochmal sammeln und die Bataillone motivieren lassen. Hier sieht man es ordentlich Substanzverlust. Da sind noch 42 Mann am Start, da ist er gut durchgedrungen. Aber die Truppen fliehen jetzt zum Glück auch. Also haben wir an der Sparte gewonnen gehabt. Hier wusste ich, okay, das haben wir. Und jetzt schickt er halt den General hoch. An der Front hat es halt immer noch so ein bisschen gewackelt, weil mir das mit den ganzen Bogenschützen Bauchschmerzen bereitet hat. Was dann halt wichtig war, dass wir hier gewonnen hatten. Jetzt, wie ich das schon gesagt habe, können die Bogenschützen aus sicherer Deckung schießen. Und dementsprechend fressen sie nicht mehr so viel Schaden. Er hatte aber noch ein Bataillon Yari Ashigaru und der Rest waren noch seine Bogenschützentruppen, während er hier jetzt seine Generäle vorschickt, wo ich jetzt gesagt habe, okay, ich stelle die jetzt direkt an die Mauer, damit die noch besser geschützt sind. Und ja, das ist dann auch voll aufgegangen, wie man sieht. Der schickt halt seine Truppen rein und die werden halt einfach hier massakriert. Während dann in die Bogenschützen in die zweite Reihe gerückt sind. Und hier können sogar noch die Bogenschützen von der Seite auf die heraufkletternden Reiter schießen. Wo dann auch noch Großteile runterfallen und das ist bei Generalseinheiten ziemlich schmerzhaft. Da habe ich sogar nochmal den General eingesetzt. Hier sieht man dann auch, wenn sobald die, ich weiß nicht, was jetzt, ob die leer geschossen waren und jetzt die Mauer erklimmen wollen, wahrscheinlich. Und so haben wir auf einmal die überlegene Truppe auf jeden Fall auf ein gleiches Verhältnis gebracht gehabt. Weil das war so eine Schlacht, wo ich dachte, oh, ob das noch was wird, wenn er auch mit voller Truppenstärke aufmarschiert wäre im offenen Gefecht, hätte es dann auch anders ausgesehen, aber hier konnte ich halt meine, sag ich mal, bescheidene Infanterie gegen seine überlegene besser ausrichten, aufgrund der besseren Verteidigungsposition. Hier sehen wir nochmal schön rein mit den Yari Ashigaru. Und habe ich auch nochmal den General reingejagt, aber sieht man, hier brechen jetzt. Und sobald die Generäle weg sind, sieht man auch, bricht auch die Truppenmoral.
der verbliebenen Bogenschützen Ashigaru, abgesehen davon, dass die natürlich auch permanent unter Beschuss stehen. Aber ab dem Zeitpunkt wusste ich, okay, jetzt läuft's doch ganz gut. Hier hatten wir dann gesiegt an der Front und konnte natürlich dann alle Verbände freimachen, um die hier noch im gegebenenfalls in Nahkampf zu schicken. Jetzt sieht man ja auch, schickt dann auch seine Bogenschützen rein. Das ist halt eine reine Kamikaze-Technik. Aber man darf halt immer nicht vergessen, ja, es kann halt immer noch was passieren. Hier wollten die Bogenschützen sich wieder zum zweiten Mal selbstständig machen. Man muss halt immer ganz genau aufpassen, weil leider machen manche Einheiten hier manchmal Sachen, die man nicht so gerne hat. Aber hier sehen wir dann auch, hier haben wir dann auch aufgrund der Überlegenheit der Truppe alles reingeworfen und dann war spätestens jetzt der Sieg da. Es war halt auf jeden Fall eine hochspannende Schlacht. Jetzt im Nachhinein konnte ich vielleicht nicht mehr ganz so diesen Drive abliefern. Aber es war zeitweise wirklich am Anfang, wo wir dachten, so, oh, wenn ich diese Feste verloren hätte, wäre halt der Weg komplett frei gewesen in mein Reich. Und ich hätte halt eine Stadt nach der anderen verloren, bis ich vielleicht noch eine Armee in der Zwischenzeit aufgebaut hätte. Aber es war halt trotzdem noch so früh im Spiel, dass das halt entscheidend gewesen wäre. Wenn ich die Stadt verloren hätte, wäre es vorbei gewesen. Auf jeden Fall hoffe ich auf jeden Fall, dass es mal was anderes war. Und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, falls ihr da auch mal Interesse habt. Vielleicht auch an einen kleinen Shogun Let's Play. Wie gesagt, ich entschuldige mich, dass so jetzt die letzte Monat nichts kam. Es war wieder, lag wieder viel an, aber jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit und große Lust, mal wieder ein bisschen was zu präsentieren, aber halt auch mal vielleicht wieder ein Let's Play zu machen oder vielleicht auch eine Schlacht um Mittelerde im Gefecht mal sehen, je nachdem, wie ich da Lust und Laune drauf habe und was vielleicht auch zusätzlich dazu auch noch gewünscht wird. Deswegen, ja, hoffe ich, ihr habt da einen kleinen Einblick in die, sag ich mal, gewisse Vielfalt der Total War Reihe gewonnen. Und ja, lasst es mich gerne wissen, falls ihr da die Taktik mit der etwas versetzten Speerwand, wie ihr die fandet. Wie gesagt, hier kann man wahrscheinlich noch strategisch vieles optimieren. Aber nichtsdestotrotz bin ich hiermit schon sehr zufrieden gewesen. Und ja, hoffe, wir sehen uns in einem weiteren Video wieder. Ansonsten verlinke ich euch hier auch noch zwei. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Bleibt gesund. Bis dahin, euer Iron.